Du hast keinen Bock mehr auf Fischstäbchen und willst den Einstieg in die richtige Fischwelt wagen? Dann habe ich das perfekte Rezept für dich und zeige dir heute meinen Kabeljau in Zitronenbutter. Mhm. Herzlich willkommen in der Kochschule Düsseldorf. Mein Name ist Sven Strenger und ich zeige dir heute, wie man ein leckeres Kabeljaufilet brät und das Ganze mit etwas Zitrone verfeinert. Hier haben wir unser leckeres Kabeljaufilet oder eher gesagt sogar Kabeljau-Loin, ne? Ist ein bisschen dicker. Ne? Der Unterschied, Kabeljau-Filet ist meistens sehr dünn, Kabeljau-Loin ist eher so das Mittelstück und deswegen schön dick, ne? So wie wir es haben wollen. Als erstes brauchen wir eine Pfanne. Wie gesagt, ich nehme gerne eine beschichtete Pfanne. So, wir machen die Pfanne schön heiß, aber nicht zu heiß, weil sonst könnte es sein, dass der Kabeljau von außen verbrennt. So, Pfanne ist heiß, dann melieren wir den Kabeljau und braten ihn bei einer Pfannentemperatur von 200 Grad von beiden Seiten schön knusprig an. Als erstes melieren wir ihn leicht. Ich habe hier so ein bisschen Instantmehl, ne, damit er so eine leichte Kruste kriegt. So, ne, also wirklich nur das Überschüssige abklopfen, dass nur so ganz leicht was dran ist. In der Zwischenzeit heize ich den Backofen schon mal vor auf 130 Grad. Jetzt geben wir noch ein bisschen Erdnussöl hinzu. Ihr könnt auch Rapsöl nehmen, irgendein neutrales Öl, so ein bisschen. Ganz kleinen Tropfen nur. Und braten dann, wenn das Öl heiß ist, braten wir den Kabeljau schön an. Also nur ein ganz kleines bisschen Öl, muss nur so ein bisschen bedeckt sein. In der Zwischenzeit, ne, wir lassen das jetzt schön braten, in der Zwischenzeit machen wir ein bisschen Zitronenabrieb von der Bio-Zitrone natürlich. Also ich würde sagen pro Portion so eine halbe Zitrone. Ne, den Rest könnt ihr hinterher super nutzen und drüber geben, wenn ihr möchtet. So, ich guck mal. Ja, schön braun, dann drehen wir den um. Ja, so eine leichte Kruste sollte er haben. Wenn der Kabeljau schön knusprig ist von beiden Seiten, machen wir die Pfanne aus, ne, damit die nicht mehr so heiß ist. Geben einen ordentlichen Löffel Butter hinzu, unsere Zitronenabriebscheiben, eine ordentliche Menge Salz, ein bisschen Pfeffer. Jetzt übergießen wir den Kabeljau ein bisschen mit dieser Butter. Da gucken, dass die Pfanne nicht mehr so heiß ist. Das riecht schon gut. Und dann geben wir die Pfanne für so gut 10 Minuten in den Backofen. Gucken wir mal. Mal fühlen. Naja, fühlt sich gut an. Ja, 10 Minuten bei 130 Grad. Und wir sehen jetzt wirklich, dass bei Kabeljau bemerkenswert, wir können den hier wirklich so auseinanderziehen. Ne? Seht ihr das? Richtig schön glasig hier in der Mitte. Ne? Und von außen schön knusprig. So sollte es auch sein. Und wenn du eine leckere Beilage dazu suchst, dann guck dir das mal an. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachkochen.